Hey Leute, Obi-Wan Damm hier und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Civilization 6. Wir spielen immer noch als Spanien, wir sind immer noch unterwegs, einen Religionssieg einzuheimsen und die Karte weiter zu erkunden, ja. Zwei Städte haben wir schon. Start war auch gar nicht so schlecht für das Thema Religionssiege mit der Reliquie, die wir gleich zu Beginn bekommen haben. Und einer plus 5 heiligen Städte, was uns mittlerweile schon 10 Glauben pro Runde bringt. Eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Jetzt ist nur die Frage, wo geht es als nächstes hin? Uns fehlt schon die erste Annehmlichkeit. Das heißt, ich denke, es ist keine schlechte Idee, mal hier Kaffee und Kakao in die Wege zu leiten. Dann können wir mal hier einen Handwerker bauen. Ah. Produktion für Handwerker ist sowieso gerade aktiv. Das ist gar nicht so verkehrt. Und gleich in Sevilla bietet er uns an, eine Galeere zu machen. Ich glaube, wir hauen hier auch noch einen zweiten Handwerker raus. Auch hier fehlt es an Annehmlichkeiten. So schnell schon. Na gut, okay. Mal schauen. Genau, hier versuchen wir uns immer noch an Karthago vorbeizuzwingen. Ich denke, das sollte dann jetzt endlich funktioniert haben. Und ich wollte auch noch rausfinden, genau, was bringt uns eigentlich Yos Might? Yos Might Nationalpark bietet plus ein Gold und plus ein Wissenschaft für angrenzende Geländefelder. Okay, das heißt, ja, hier wo der Weizen ist, wäre es natürlich ideal. Oder hier drüben einen Campus hinzumachen. Wir könnten hier den Campus hinmachen. Hier drüben entsprechend die Holy Site. Und dann einfach hier direkt neben dem See die Stadt gründen. Oder hier oben. Von hier oben haben wir auch noch Zugriff auf den Fisch und auf die Pferde, was mit Sicherheit auch nicht verkehrt ist. Und im Zweifelsfall hier drüben auch nochmal zwei Berge als Nachbarschaftsboni. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Dann ist das hier unsere vierte Stadt. Nee. Wieso heißt denn das Ding jetzt Stadt 4? What? Das ist die dritte. Stadt 3. Genau. Wollten wir da oben hinpacken. Für den ganzen Regenwald-Bonus. Und das Ding nennen wir dann Stadt 4. Alles klar. So. Ihr seid hier unten fertig. Hier unten gibt es auch nichts mehr zu erkunden. Da unten ist auch Schicht. Ja, dann könnt ihr eigentlich euch mal auf den Weg zurück machen. Einfach nur sicher gehen. Ah, hier ist noch ein Goodie hat. Haben wir uns auch noch mit. Und die Galeeren packen wir auf Auto Explorer. So, wie schaut es denn hier hinten aus? Unser benachbarter Stadtstaat hat uns. Okay. Stadtstadt-Quest baut ein Lager. Okay, Kumasi. Mal schauen, ob wir das noch hinkriegen. Sieht aktuell. Oh, hi Teddy. Schön, dich zu sehen. Da ist die Quadream. Das sollte aber kein Problem eigentlich sein. Für unsere Galeeren. Wenn ich dann nicht schon wieder mächtig daneben liege, was ich diesmal nicht hoffe. Hier ist mit Sicherheit auch Ende. Na, lang groß kann die Insel nicht mehr sein. Bedeutender Sieg. Dich habe ich auf Patrouille geschickt. Was ich auch Quatsch ist. Du bist natürlich da unten mit. Nächste Runde. Offene Grenzen. Bist du bereit, ist da was zu geben? Nee. Na komm, hau rein. Wo ist er eigentlich? Okay. Da ist das Barbarendorf. Du gehst hier helfen. Das ist nicht gut. Du verschwindest mal wieder. Dann bleibt ihr doch mal hier an der Küste. Vielleicht können wir damit die Quadrima abfangen. Ah, da ist Amerika.
beziehungsweise ein amerikanischer Galeere, könnte man eine Delegation hinschicken. Es sollte uns, soweit ich weiß, die Location der Hauptstadt geben. Nee? Dachte ich immer. Na gut. Eure Hoheit, wir haben größeres Wissen bezüglich des Baus von Ja, statischen Befestigungen. das Mein ist schon mal Oberhaupt, gut. wir haben einen Gesandten. Wir alle schnitzen Und einen scharfen Gesandten. Spezismus. Ist das. Produktion für Handwerker. Wie weit ist die denn? Der Handwerker hier ist fertig. Der Handwerker hier ist noch auf 6. Das wird hier aber sowieso lange dauern. Dann gucken wir doch mal, ob wir hier nicht was Sinnvolleres kriegen. Gold durch Handelswege brauchen wir nicht. Produktion für Siedler. Will ich jetzt direkt als nächstes einen Siedler machen? Oder erst den Campus? Bleiben wir erstmal bei normaler Produktion. Den Siedler machen wir später. Ja, ein bisschen Platz haben wir hier noch. Jetzt holen wir uns erstmal hier die Luxusgüter. Du machst dich mal nach Hause zum Heilen. Hier können wir, glaube ich, noch nicht übersetzen. Brauchen dringend Verstärkung hier unten. Haben wir irgendwo hier in der Nähe? Alles da drüben. Zu wenige Einheiten. Ja, da muss ich leider auch zurückziehen. Das hat so keinen Wert. Okay. Forschung wählen. Wo wollen wir denn hin? Wir brauchen das Aquädukt auf jeden Fall. Baut eine Ressource ab. Weiß ich jetzt nicht, welche ich da nehmen soll. Speerträger helfen auch nicht so viel. Pyramiden hätte ich gerne. Ich nehme jetzt trotzdem das Rad. So, und die Ausrichtung. Ich glaube, Staatsdienertum ist das Zweite, was wir brauchen. Genau, für politische Philosophie. Und in Madrid. Monument. Moment, oder den Campus. Wieso kann ich eigentlich im Regenwald da hinten keinen Campus bauen? Das verstehe ich nicht. Das muss mir mal noch irgendjemand erklären, was da das Problem ist. Die Felder könnten wir eigentlich nehmen. Wohin erweiterst du dich denn als nächstes? Nach da oben, okay. Auch nicht gut. Warum kann ich den Campus da oben nicht hinbauen? Was ist das Problem? Campus. Nachbarschaftsbonus, Handelssätze, Voraussetzungen. Klar, schaltet diese Gebäude frei, alles klar. Keine Ahnung, was hier oben das Problem ist. Scheinbar kann man Regenwald nicht einfach so überschreiben. Den muss man erst irgendwie abholzen oder kann man ihn einfach gar nicht ändern? Ich verstehe es nicht. Na gut, egal. Für die Pyramiden brauchen wir Wüste. Die kriegen wir dann ja hier oben. Das heißt, hier könnten wir die Pyramiden hinbauen. Wenn das die nicht jemand wegschnappt vorher, müssen wir mal schauen. Knapp werden. Dann bauen wir jetzt hier einfach das Monument. Den Gesandten nach Kumasi. Das sollte nochmal ein bisschen Bonuskultur geben. Richtig? Zwei Kulturen der Hauptstadt, ja. Wird wahrscheinlich als nächste Runde aktualisiert. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Genau, du machst hier mal die Bananen. Nächste Runde. Du heilst dich. Du machst dann dich zum Kaffee rüber. Bleibst mal hier zu verteidigen. Just in case. Ja, und ich würde dich am besten auf die andere Seite bringen. Aber bis du da bist, habe ich wahrscheinlich schon
hier die nächste Forschung und das Wasser zu fahren. Hier geht es auch nicht wirklich weiter. Ich glaube, ich mache aber dann gleich auf Auto Explore. Genau. Ja, erstmal heilen. Das kann nicht schaden. So, einmal den Kaffee. Quadrim ist nicht zu sehen. Und du einmal das Ganze nach Hause, bitte. Verschanz dich. Und dann machen wir gleich die Barbaren fertig. So, wo ist denn das blöde Ding? Da ist er doch. So, nachdem das jetzt fertig ist, perfekt, keine Annehmlichkeiten minus mehr, sorgen wir hier gleich noch den Kakao. Ja, das ist nicht schlimm. So, einmal rund überspringen. Tu dich mal darüber. So, das soll es gleich gewesen sein. Ach, komm schon, ehrlich. Wie viel Leben hat sie das jetzt gepackt? Kann auch nicht wahr sein. Na gut. Sollte in der nächsten Runde auch erledigt sein. Oh nein! Ein Schiff weniger. Das sollte das sein. Und jawohl. Sevilla benötigt mehr Annehmlichkeiten. Ja. Auch 5? Alter, wie bist du denn gewachsen? Was ist denn hier los? Wow. Respekt. Du bist gewachsen wie blöd. Okay. Naja, gut. So, Madrid ist fertig mit dem... Was wurde hier gebaut? Das Monument, genau. Stadtmauern brauchen wir aktuell eigentlich nicht. Ich hole mir, glaube ich, lieber nochmal einen Bogenschütze. So, du gehst auf automatisch erforschen. Oh, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Kommt hier denn her? Zufriedene und engagierte Arbeitskräfte sind so, Produktion von Wunder, die Antike und der Klassik. Und das Militär, ne, das lassen wir bleiben. Wir gehen jetzt einfach direkt zu politischen Philosophien. Piraten nähern? Eigentlich Piraten, Quatsch, Barbaren nähern sich. Auch nicht weiter schlimm. So, Kakao, her damit. Das ist der Kakao. So, jetzt müssen wir aber doch hier an die Annehmlichkeiten gehen. Essen in der nächsten Runde verteilt. Worum ist kürzer nach Hause? Da ich dich, glaube ich, gleich am liebsten in die andere Richtung schicken möchte, fährst du jetzt mal darum nach Hause. Du gehst jetzt direkt hier hin. Und wo rennt der Kerl jetzt nach hin? Nach hier drüben. Ist denn da? Ist doch überhaupt nichts. Was hat der Spinner vor? Na egal. Wir holen uns jetzt auf jeden Fall hier den Zucker. Du heilst dich, bis du wieder fertig bist. Kommst auch mit nach Hause. Und in Sevilla. Ich glaube, wir machen das jetzt. Wir holen jetzt die Heilige steht plus 6. Wow, krass. Attacke. Yep. Das sollte einiges helfen. So. Ich denke mal, hier müssen wir gleich den strategischen Rückzug antreten. Geringe Niederlage. Macht aber, glaube ich, nichts. Das überlebt ihr trotzdem. Macht ihn aber deutlich schwächer. Wahrung des Friedens, natürlich. Immer gerne. So. Und damit sollte das erledigt sein. Kurz einen Prozess gemacht. So, du musst dich jetzt auf jeden Fall erstmal ausruhen. Langsam, aber stetig
will er denn jetzt? Yep. Apfelkuchen ist eine gute Idee. Aber was ist jetzt hier los? Ach so. Okay. Okay, Kontakt zu anderen Ländern. Das war das Rad. Das Rad ist gut. Eindeutiger Sieg, aber dann könnten uns die Kollegen da unten platt machen. Nee, wir bleiben hier stehen. Ist auf jeden Fall nur mal sicher. Oh, und wir können noch an die Perlen drankommen. Hier an den Zucker. Das ist super. Wahrscheinlich können wir gleich den Siedler eher in Sevilla bauen. In 7 Runden sind wir auf 6 Bevölkerung. Noch 19 Runden bis zum Ende von der Heiligen Städte. Das heißt, da sind wir sowieso am Limit. ermöglicht allen Landeinheiten das Wassern. Ich denke, das kann uns hier auf keinen Fall groß schaden. Oder wir gehen direkt auf Maschinenbau und bauen jetzt in Madrid die Mauern. Da haben wir gerade eh nichts anderes zu tun. Ich glaube, das ist noch besser. Wir bauen jetzt die Stadtmauern. So. Dann können wir nämlich gleich für Sevilla das Aquädukt bauen. Hallo, Harold. Yep. Schön, dich kennenzulernen. Die Barbaren sind echt so doof. Herrlich. Okay. Meinetwegen. So, du machst dich jetzt ab zu den Perlen. Und ihr Kollegen macht euch weiter nach darunter. Du kannst eigentlich. Du könntest eigentlich auch mit darunter gehen. Hier scheint ja doch einiges noch los zu sein. Oh, große Persönlichkeit, wen haben wir denn da? Oh, unser Prophet, jawoll. Genial. Da können wir jetzt eine Religion gründen. Yay! Das ist doch schon mal was. Sieht man eigentlich schon? Religionssieg. Ihr seid auf dem 2. Platz. Harold hat 8. Er hat gar nichts. 8,5 ist eigentlich auch schon gar nicht so wenig. Das heißt, da will jemand auch einen Religionssieg haben. So, eine Religion gründen. Als Spanien natürlich Katholizismus. Dann, was machen wir denn jetzt hier? Annehmlichkeit in Städten in 2 Spezialbetrieben, Schreine und Tempel bringen hier einen Wohnraum. Gebäude im Theaterplatz und Zirkus können Glauben gekauft werden. Nee, das sind Glauben brauchen wir auf jeden Fall für die ganzen Missionare. Schreine und Tempel bringen Nahrung gleich ihrem Glaubensertrag. Nahrungsmangel plus eine Produktion pro Anhänger könnte uns vielleicht helfen. Schreine und Tempel heißt jeweils plus ein Wohnraum. Wie sieht das denn hier mit der Nahrungsproduktion auf? Wir haben jetzt hier schon 13. Ja gut, durch den Regenwald, ne? Der Regenwald, natürlich viel Nahrung hier oben. Wie sieht das hier aus? Ah, ist auch jede Menge Nahrung. Der Zucker hat schon 5. Plus hier unten das Vieh. Wenn wir jetzt hier oben viel Regenwald, auch Schafe, Bananen, alles voll. Und noch mehr Weizen, ne? Also ich glaube, Nahrung haben wir genug. Das brauchen wir auf keinen Fall. Dann würde ich, glaube ich, bei dem Wachstum, das wir haben, eher den Wohnraum nehmen. Ja, wir machen das. So. Und dann nehmen wir plus Nahrung brauchen wir nicht. Plus Wohnraum brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr. Wissenschaft sollte auch so in Ordnung sein. Die Synagoge mit megamäßig viel Glauben. Oder plus 3 Glauben und dafür die zusätzliche Verbreitung der Missionare und Apostel. Ich glaube, das ist am besten. Oder gibt es hier unten noch irgendwas anderes Gescheites? Plus 2 Glauben für jede Stadt mit dieser Religion und anderen Zivilisationen. Plus ein Gold pro 4 Anhänger. Kultur pro 5 Anhänger. Ausbreitung auf Inseln ist wahrscheinlich eher schwierig.
Kampfeinheiten erhalten plus 10 Kampfstärke bei fremden Städten mit dieser Religion. Ach so, da müssten wir erst die Religion verbreiten und dann Nachdruck hinterher mit den Einheiten. Ne, ich glaube schon einfach erstmal das Gebäude. Die Moschee klingt am sinnvollsten. Was ist ein Platz für religiöse Kunst? Ne, brauchen wir nicht. Ich will in die Moschee. Was geht's? So. Das ist doch schon mal genial. So. Jetzt ist die Frage. Okay, hier müssen wir erstmal ein bisschen upgraden. Holen wir uns schon einen Missionar, um das Ganze nach Sevilla erstmal zu tragen. 150 Glauben kosten die Kerle. Ich glaube, dafür ist es noch ein bisschen zu früh. So, die Galeere ist geheilt. Dann kannst du jetzt wieder erkunden gehen. Nächste Runde. Und damit sind wir dann in der Klassik. Es hat sich die Gelegenheit ergeben zu einem neuen... Okay, klasse. Okay, super. Dann wählen wir jetzt noch schnell die neue Regierung. Republik. Autokratie, Hauptstadttempo auf alle Erträge. Kampfstärke. Alle Städte mit einem Bezirk erhalten plus ein Annehmlichkeiten. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Große Persönlichkeiten. Ja gut, später gehen wir auf Theokratie, aber jetzt aktuell müssten wir die Militärdinge aufgeben oder einen Wildcard-Slot packen. Oder wir nehmen die Oligarchie, die ist am ausgeglichensten. Der Kampf mit den Barbaren wird dann eine Weile noch etwas einfacher bleiben. Annehmlichkeiten haben wir, denke ich, jetzt genug durch die ganzen Luxusgüter. Oligarchie ist, glaube ich, am sinnvollsten. Erfahrung kann auch nicht schaden, das kann so bleiben. Wenn wir jetzt die anderen Inseln untersuchen, kommt der erste Gesandte doppelt, das ist eigentlich auch nicht verkehrt. Großer Wissenschaftler oder packen wir irgendwas anderes hier rein? Glauben und Gold? Handwerker oder nehmen wir jetzt den Siedler? Yep. Wir haben eben schon gesehen, dass wir am Limit sind. Dann gehen wir jetzt auf jeden Fall hier auf die Siedlerproduktion. Die machen wir auch fertig. Ah, perfekt. Der Bogenschütze ist da. Kannst den mal platt machen. Und du... Mehr Production kriege ich hier gar nicht. Okay. Na komm. Wie sieht es denn hier aus? Okay, das ist Krabben geben Gold. Jetzt ist schon alles belegt. Da ist die Mine. Hier ist natürlich jetzt auch echt nicht viel, was noch Produktions gibt. Ja, ich muss auf jeden Fall so zeitnah wie möglich ein Industriegebiet hin in die Stadt. Aber okay. Apropos Industriegebiet. Ah ne, das ist bei den Wissenschaftsdingern. Wir nehmen hier Militärtradition. Und die Bogenschützen können sich weiter nach hier unten bewegen. Nächste Runde. So. Was gibt's für euch noch zu tun? Wie viel habe ich denn hier noch drauf? Noch eine Aufladung. Hier ist alles besorgt soweit. Seeressourcen auch. Fisch komme ich nicht dran. Ich könnte hier noch den Kakao holen. Oder den... Ach nein. Ach, guck mal hier. Da ist auch noch was zu holen. So, ihr haltet euch bitte bis zum Schluss. Du machst dich da runter. Ihr euch auch. Du kannst dich nochmal verschanzen. Jo, Freundschaft ist gut. Schön am Religionssieg ist eigentlich, dann brauchst du erstmal überhaupt keine Feinde machen. Militärtradition. Kavallerie brauchen wir jetzt auf jeden Fall nicht. General wollen wir jetzt auch nicht haben. Kriegen wir schnell. Dann. Sieht gut aus, nehmen wir Spiele. Und du holst uns noch das Jagdlager.
Oh, da sind jetzt Wege zu Ende. Das ist gut. Quest haben wir keine. Sevilla. Oh, du bist echt schon so groß. Ich glaube, wir können einfach mal. Ne, hol dir mal Produktion aus Karthago. Dann geht vielleicht hier die ganze Nummer ein bisschen schneller. Mein plus ein Produktion ist immerhin. Ja, 15%. Das ist gut. Kann sich sehen lassen. Okay. Das war's dann wieder für heute, diese Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich sehe euch beim nächsten Mal. Ciao.